Auf dem Weg zum Petersdom. Rund 600 Wallfahrer aus dem Bistum Augsburg ziehen mit Bischof Konrad Staser an der Spitze von der Engelsburg hin zur Heiligen Pforte. Obwohl der Weg nicht besonders weit ist, ist doch eine ganz spezielle Stimmung spürbar. Auch weil die Heilige Pforte nur in heiligen Jahren passierbar ist. Danach wartet auf die Wallfahrer das nächste außergewöhnliche Ereignis. Sie feiern eine heilige Messe in der Apsis des Petersdoms, geleitet von Bischof Konrad. In seiner Predigt sprach er auch davon, wie wesentlich es ist, sich auf Neues einzulassen. Eine wichtige Kategorie des Menschen und das Recht des Christen auf der Nachfolge loslassen zu können, weiterzugehen. Mensch, wenn du etwas bist, so bleib doch ja nicht stehen. Das haben wir auf unserer Pilgerfahrt, üben wir das schon ein. Weitergehen zum nächsten Ziel, zum nächsten Ort. Das immer wieder einmal auch versuchen, weitergehen, loslassen. Sie werden das Wunder der Entdeckung machen, dass sich immer wieder etwas Neues auftut, was sie erfüllt und was sie freut und was sie persönlich, geistlich voranbringt. Für den Bischof und für die mitgereisten Geistlichen aus dem Bistum war diese Eucharistiefeier ein Ereignis, das sie nicht so schnell vergessen werden. Wir haben jetzt mit unserem Bischof einen sehr erhebenden, einen sehr starken Gottesdienst erlebt über dem Grab des Apostels Petrus. Das geht unter die Haut und das trifft mitten ins Herz. Und ich glaube, etwas Schöneres kann man nicht empfinden im Jahr der Barmherzigkeit, dass diese Einladung, die ja letztendlich die Einladung Jesu ist, die Barmherzigkeit des Vaters anzunehmen, wirklich die Menschen erreicht hat. Das ist eine sehr starke Erfahrung. Das erhebt einen sehr. An dem Ort, wo Petrus begraben ist, dort im Zentrum der Christenheit Messe zu feiern. Wir haben den römischen Kanon gebetet, wo die urchristlichen Märtyrer vorkommen. Das wird einem alles so bewusst hier. Großartig. Ich bin sehr erfreut und angetan, dass es möglich war, als Diözesanwallfahrt hier Gottesdienst zu feiern. An dem Platz, wo tatsächlich sonst nur Kardinäle sind. Nach dem feierlichen und für viele Pilger sehr ergreifenden Gottesdienst an einem der wichtigsten Orte der Christenheit gab es noch die Möglichkeit, den Petersdom zu besichtigen und sich selbst einen Eindruck von diesem imposanten Bauwerk zu verschaffen. Am Freitagvormittag dann versammelten sich die Wallfahrer, um einen weiteren Gottesdienst zusammen mit Bischof Konrad zu feiern. Und zwar in der päpstlichen Basilika St. Paul vor den Mauern. Auch hier konnten die Pilger wieder die heilige Pforte durchschreiten. Das heilige Jahr der Barmherzigkeit war ein zentrales Thema der Wallfahrt. Und die Barmherzigkeit Jesu kam auch während der Eucharistiefeier noch einmal zur Sprache. Er ist völlig eindeutig in der Verurteilung der Sünde und des Bösen, aber eben ganz und gar barmherzig zum Sünder. Auch das erleben wir und erfahren wir immer wieder. Und das ist göttlich, liebe Schwestern und Brüder, dass er das in eins bringt. Gottes Gerechtigkeit erweist sich in seiner Barmherzigkeit. Und beides ist nicht ohne das andere zu denken. Er ist barmherzig gegenüber den Sündern, aber er möchte die Seinen vor der Sünde bewahren. Der Gottesdienst war der letzte von vielen Höhepunkten einer ereignisreichen Pilgerwoche. Und wie so oft in diesen Tagen konnte man nur beeindruckt sein von der Pracht und der Kraft, die von diesen Gotteshäusern ausging. Egal ob in der Basilika St. Paul vor den Mauern oder hier vor dem Petersdom. Es sind beeindruckende Zeugnisse der Baukunst, aber auch des Glaubens. Hier in Rom, in der heiligen Stadt, begegnet man ihnen fast Schritt für Schritt. Und das liegt auch an den vielen Menschen, die die Stadt aufgrund ihres Glaubens besuchen. So wie die Augsburger Pilger. Für sie geht am heutigen Freitag eine Woche zu Ende, die gefüllt war mit Eindrücken und Erlebnissen, aber auch mit vielen liturgischen Feiern, die sie zu Hause in ihrem Alltag wohl noch lange prägen werden. Stefan Fischer für Katholisch 1 TV aus Rom.